Episode 2 ist die blutigste Episode in Das verrückteste Ende der Welt. Noch dazu spielt es in einem Kloster. Es war extrem schwer, hier einen Drehort zu finden, aber neben mir sitzt jetzt Stefan Reinisch. Vielen Dank, dass du uns dieses wunderschöne Schloss zur Verfügung stellst. Wirklich alle Drehorte, die im Drehbuch drinnen stehen, sind hier vor Ort. Bin begeistert. Du hast vorher mitgekriegt, ich habe was vom Projekt erzählt. Du weißt, dass es ziemlich blutig zur Sache gehen wird. Was treibt dich an, so ein verrücktes Projekt zu unterstützen? Ja, also wie du mich also angerufen hast und da kurz erzählt hast, habe ich mir gedacht, verrückte Geschichte und auch die musst du heute erzählen. Verrückte Geschichte, verrückte Leute, verrücktes Projekt und irgendwie bin ich durchaus offen verrückten Ideen gegenüber und verrückten Menschen und mich freut es einfach, wenn ich da einfach eine kleine Arbeit tun kann. Und ja, bin auch immer neugierig auf neue Erfahrungen. Nochmal vielen Dank, ich hoffe es wird nicht zu blutig. Ja, halt die Blutflecken übermalen müssen. Sonst der Zahnpasta, mit dem sonst so passiert, ganz geschlossen, weiß ich nicht. Aber du musst dir nur überlegen, was du mit den Leichen machst. Oh, da gab es schon. Ein Brunnen, ein Tiefen und ein Verlies. Das wäre eine gefährliche Dreharbeit.